Wilson Burn 100 S, die neue Waffe von Wilson auf der Tour, beworben von Nishikori und Simona Halep. Peter, was gibt's dazu zu sagen? Also die neue Burn-Serie ist definitiv gemacht für die jungen Wilden. Auch hier gibt es unterschiedliche Gewichte. Der 100 S ist der schwerste mit 300 Gramm und 330 Balance, also doch schon ein bisschen kopflastig. Das Spin-Geflecht, so wie bei den anderen Spin-Schlägern, 18 Längs, 16 Querseiten. Speziell neu bei diesem Rahmen, bei der Burn-Serie, sind die sogenannten Drilling-Holes. Das ist eine neue Parallel-Ösenbohrung bringt und damit ein bisschen eine Vergrößerung des Sweetspots. Sicherlich ein Schläger für aggressive Junge. Gut, ich gebe ihn gleich weiter, das heißt, ich habe mit dem Schläger eigentlich gar nichts mehr zu tun. Stefan, du kennst dich mit dem Racket aus. Ich glaube, du hast das Vorgängermodell gespielt, oder? Ja, ich habe den Pro Open gespielt, die einige Jahre am Ende meiner Karriere, und mit dem war ich super zufrieden, und das ist für mich einfach die Weiterentwicklung. Der neue heißt jetzt Burn, super Schläger, also von der Grundlinie, man kann ordentlich Druck machen, man kann Spin spielen, also mir persönlich taugt er echt, schöner Schläger auch, und ja, für die jungen Wilden, ich weiß nicht, warum du ihn getestet hast, weil für die ist er, glaube ich, war er nicht so gut, aber mir hat er echt taugt und ist ein echter super Schläger. Das Einzige, was ich zu dem Schläger sagen kann, ja, es ist richtig, es ist nicht das Richtige für mich. Er ist mir auch zu schwer, muss ich dazu sagen. Ich glaube, wir werden auch noch leichtere Modelle dafür sehen, für die wirklich jungen Wilden, weil das ist schon das Basismodell für die Tour mit 303 Gramm und, so wie du gesagt hast, ziemlich kopfschwer, ziemlich hohes Schwunggewicht mit dem Spin-System. Also da muss ich richtig Spin spielen und dann kann ich den Schläger genießen. Also da sage ich einmal, die jungen Wilden, da haben wir noch einiges anderes vom Wilson auf Lager.